So, meine lieben Freunde, wir sind vor Ort am Brandenburger Tor zur Kundgebung der Spediteure. Die Medien sind hier gerade vor mir bereit. Ja. Ich würde sagen, mein Name ist J6. Sieht aus wie Sommer heute, fühlt sich aber an wie Winter. Aber immerhin Vitamin D, Sonnenschein. Six, all in the mix und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr so lange drumherum. Ich zeige euch, was hier los ist. Und ja, es ist was los, es ist ziemlich voll. Heute habe ich es mal geschafft, am Tag tagsüber herzukommen. Und ja, folgt mir auf diese Reise und los geht's. Das geht uns natürlich alle an, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Die Kundgebung läuft seit 12 Uhr und wir haben es jetzt, was haben wir jetzt? Moment, 12.11 Uhr. Und heute ist der 19.01.24. Polizei auch an den Ecken überall. Die Demonstration sichern. Ganz viele Medien sind ja auch hier. Und vorne sprechen die Leute. Wir machen mal ganz kurz nochmal eine Runde. Und ich zeige euch die ganzen Ecken hier von der Kundgebung. Spediteure. Wir schauen, dass wir ein bisschen näher rankommen. Wird ein bisschen schwierig. Das sind die, die draußen jeden Tag an der Basis unterwegs sind. Also bei den Entladestellen sind, die auf den Parkplätzen stehen, die auf der Autobahn unterwegs sind. Ihr wisst, was draußen los ist. Wir brauchen keine Studien oder irgendwas. Wir brauchen Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, die jeden Tag einfach mit dabei sind. Und da brauchen wir die kleinen und mittelständischen Unternehmen und wir brauchen die Fahrer dazu. Und wir möchten einfach zukünftig nicht weiter ignoriert werden. Ich würde jetzt gerne nochmal unsere Forderungen, die wir gestellt haben, kurz erläutern. Wir möchten eine Überarbeitung der Maut, die Rücknahme, die werden wir in der Form nicht mehr erreichen, da glaube ich nicht dran. Aber wir möchten eine Überarbeitung der Maut, wir möchten einfach, dass auch die Mehrkosten, die es aktuell gibt, dass wir die über irgendwelche anderen Wege in Form von Förderungen auch wieder mit zurückbekommen. Aktuell wissen wir alle nicht, wie es mit den Minimis weitergeht. Wir haben noch nicht gehört, was da jetzt passiert. Das sind alles Gelder, die einfach auch von uns ja schon mit verplant wurden. Wir möchten keine doppelte CO2-Bepreisung haben. Wir möchten, wie schon erwähnt, dass die Straße auch die Straße finanziert und nicht die Straße die Schiene finanziert. Wir möchten, dass es eine ordentliche Infrastruktur gerade für die Fahrer gibt auf unseren Autobahnen, auf den Rasthöfen, dass die Restaurants auch nach 20 Uhr noch geöffnet haben, dass man auch nachts vernünftig auf die Toiletten gehen kann. Wir fordern eine strikte Kontrolle der Kabotage. Das ist alles über die Mautdaten möglich. Wir möchten, dass die Sozialvorschriften besser kontrolliert werden, dass auch dieses Thema moderne Sklaverei aufhört. Warum sind die ganzen Rasthöfe denn am Wochenende voll? Darf eigentlich in der Form gar nicht sein oder in der Menge. Und wir fordern dann eben auch, dass es wieder einen fairen Wettbewerb für unsere Branche gibt. Dafür stehen wir heute da. So, jetzt machen wir mal ein bisschen eine Runde. Habt ihr ein bisschen was mitbekommen? Die Spediteure jubeln den Leuten auf der Bühne zu. So, das war jetzt eine Ecke. Wir gehen zur nächsten Ecke. Ihr seht ja, was hier los ist, ne? Deutschlandfahnen.
News Time, ein paar Medien. Oh, 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 oh. Was geht jetzt ab? Wer spricht da plötzlich, dass sie alle ausbuchen? Tut mir leid, weiß ich nicht. Weil wissen sie nicht? Nee. Oh, 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 ihr merkt das vorne, der wird gerade ausgebuht. Wahrscheinlich. Wer auch immer das ist. Bu, 300 Millionen, Peru. Fahrradwege, was soll das? Das ist doch nicht normal. 300 Millionen. Egal. Altersarmut in Deutschland, scheiß drauf. Peru braucht 300 Millionen. Scheiß auf Bildung in Deutschland, scheiß drauf. Oh Mann, Sie sind auch Spediteur? Nein. Ich wohne hier, ich gucke mir das. Ah ja, okay, Sie unterstützen. Ja, ich sag mal, war Montag hier und ich wollte mal gucken. Ja, ist ja richtig, ich bin auch dafür. Ja, Hammer. Also die halten hier auf jeden Fall zusammen, Freunde, ihr hört das. Da kommt keiner ran, kommt da. Das Ausbuhen wollen Sie hören. Ach, das habe ich Mutter auch gehört. Ja. Mutter besser. Mutter war es noch voll eigentlich. Ja. Dann war die andere Seite auch zu. Ja. Ihr hört es im Hintergrund, die Leute sind nicht begeistert. Freunde, ihr merkt's, ne? Also die Stimmung ist sehr angespannt. Und ja, die Spediteure sind sauer. Verständlich. Noch mehr Medien und noch mehr Interviews an der Stelle. Eigentlich genau genommen dieselben Fragen, wie ich immer stelle. Nichts Neues. Es kann nicht sein, sagt er. So. Polizei. Und die Kollegen mit Brezeln. Die nutzen natürlich die Stunde der Gunst. Und ziehen hier natürlich durch. Glühwein und Co., mehr Polizei, auch die ganzen Polizeistreifenwagen an den Seiten. Demo am 20.01. Kraft durch Wahrheit am Haus der... Ah ja, okay. Jetzt wird der Kollege hier bewacht. So, wir wollen auf die andere Seite. Wir wollen auf die andere Seite... Empörung, Freunde. Geiler Scheiß. Ah, süß. Der kleine Wuffi. Eine deutsch-russische Flagge ist hier gerade auch zu sehen. Putin wird geschrien. Mario und Luigi ist da. Es darf keine Mauterhöhung geben. Diese Mauterhöhung vom Dezember muss umgehend zurückgenommen werden. Es darf keine Ampel geben! Und in dem Zusammenhang auch etwas, was überhaupt nicht geht, wo ich der Ampelkoalition eines hier zurufe. Wenn Sie mit Ihren Gebühren und Ihren Steuern was für unsere Gesellschaft zahlen, dann kann es nicht sein, dass diese Gelder nicht in die Straße fließen und dass damit nicht Autobahnen, dass damit nicht Brücken, dass damit marode Straßen wieder saniert werden oder neue Autobahnen gebaut werden. Es kann nicht sein, dass diese Gelder für so etwas wie das Bürgergeld verwendet werden. Diese Gelder, die müssen auf unsere Straßen. Die müssen dafür her, dass die Straßen saniert werden. Deswegen auch ganz klar, wenn Sie Steuern und Gebühren zahlen für Straßen, dann muss das auch in die Straßen fließen. Auch das werden wir im Bundestag beantragen.
Die Leute sind sauer. Dann ist mir noch eines. Sehr wichtig. Es wird geschrien, haut ab. Dann ist mir noch eines sehr wichtig. Wir wissen genau, was Sie als Lkw-Fahrer jeden Tag leisten für die Gesellschaft und welche wichtige Rolle Sie spielen. Und deswegen werden wir auch dafür kämpfen, dass die Standards verbessert werden. Es kann nicht sein, dass viele gar nicht wissen, wo sie mal eine Pinkelpause machen. Es kann nicht sein, dass viele sich nur unter Lärm ausruhen können. Und daher werden wir auch beantragen und nehmen diese Punkte auch hier heute mit von dieser wichtigen Veranstaltung, dass die Standards für Lkw-Fahrer verbessert werden. Ich will zusammenfassen, wofür wir hier alle im Land kämpfen sollten. Die Ampelregierung wird sofort beendet. Das Ampelchaos muss gestoppt werden. Grünen-Ideologen muss die rote Karte gezeigt werden. Kein Ende des Verbrennungsmotors. Und die hart arbeitenden Menschen, die müssen endlich in den Mittelpunkt der Politik gerückt werden. Dafür werden wir kämpfen und da haben Sie unsere volle Unterstützung. Vielen Dank. Christoph Ploss, Dankeschön. Aber Christoph Ploss, bitte bleiben Sie noch ein Augenblick. Wir hören Buchschreie. Verkehrsvorsitzender der Buchschreie. Wir wollen Sie nicht hören. Ich habe nämlich noch im Sinne der Fahrer eine Nachfrage. Das ist ganz selbstverständlich. Was tun Sie als Unionsbundestagsfraktion, damit diese Lkw-Maut wieder zurückgenommen wird? Kann man dagegen noch was tun? Gibt es da noch Hoffnung? Kann ich gerne was sagen. Wir haben von Anfang an dafür gekämpft. Wir hatten mehrere Anträge gestellt im Bundestag im Dezember, im November, dass diese Lkw-Maut so nicht kommt. Und wir haben eines gesagt, weil wir jetzt ja schon die Folgen sehen. Alles wird teurer. Und einige Unternehmen wissen gar nicht mehr, wie sie überleben sollen. Und deswegen, die Ampelkoalition hat das abgelehnt. Aber wir werden an diesem Thema dranbleiben und wir werden auch in den nächsten Wochen im Bundestag deutlich machen und beantragen, diese Lkw-Mauterhöhung vom Dezember, die muss zurückgenommen werden. Ansonsten legt man die Axt an das Fundament der Logistikbranche und man macht wichtige Gruppen, wichtige Unternehmen kaputt, vernichtet Arbeitsplätze. Deswegen kann ich Ihnen eines hier zusagen, wir werden an diesem Thema weiter dranbleiben und ich hoffe, dass heute von dieser Veranstaltung ein Signal ausgeht, dass die Ampelkoalition endlich zur Vernunft kommt. Ist das los? Sie bekommen gleich noch einen Forderungskatalog, da ist schon der Daniel, ein Forderungskatalog überreicht vom BLV Pro. Und dann geht es gleich ins Bayerische. Herr Ploss, ich hoffe, wir kommen darauf zurück, das wissen Sie. Vielen Dank. So, jetzt heißt es, Servus Füti und Grüß Gott, Hubert Aiwanger, Verkehrsminister und Wirtschaftsminister aus Bayern. Hubert Aiwanger, schön, dass du Zeit gefunden hast, Hubert, hierher zu kommen heute. Dankeschön. Ja, liebe Brummifahrer, danke, dass Sie heute gekommen sind. Danke, dass ihr heute gekommen seid, um dieser Ampel zu zeigen, wer das Steuer in der Hand hat. Ihr habt das Steuer in der Hand, die anderen haben nur den Bremshebel in der Hand. Wir brauchen euch wichtiger als diese Bundesregierung, meine Damen und Herren. Wenn ihr nicht fahren würdet, dann wären die Regale leer in Deutschland. Auch der vegane Käse, auch das muss man den Grünen sagen, den Roten sagen, den Gelben sagen, die scheinbar vergessen haben, dass sie früher mal als Mittelstandspartei angetreten sind. Meine Damen und Herren, wenn es sie nicht gäbe, ist dieses Land am Hund. Und deswegen danke ich Ihnen auch nochmal rückwirkend, dass Sie in Corona-Zeiten gefahren sind, obwohl Sie keine Scheißhäuser mehr hatten, obwohl die Parkplätze geschlossen waren, obwohl man sie ausgesperrt hat. Ihr seid die Helden dieses Landes. Gemeinsam mit den Bauern, mit dem Handwerk, mit dem Mittelstand, mit den Freiberuflern, zunehmend auch mit der Pflege, mit den Rentnern auf die Straße geht. Meine Damen und Herren, dann ist das politische Notwehr gegen eine Politik, die dieses Land aus Dummheit oder aus Absicht an die Wand fährt. Das Ergebnis ist dasselbe. Und deswegen sage ich, wo sind Sie denn? Wo ist denn der Bundeswirtschaftsminister, der dankbar sein muss, dass Sie fahren für die Wirtschaft?
Wo ist der Bundesverkehrsminister? Wo ist der Bundeskanzler, der es gar nicht so weit hätte treiben lassen dürfen? Diese Leute wenden ihnen die kalte Schulter zu. Ich schrei, Olaf Scholz, wo bist du denn? Hier gehörst du her, zu diesen Leuten, die heute arbeiten. Ja, wir brauchen wieder einen neuen Geist. Und Gott beschütze unseren Franz Beckenbauer. Und ich sage, wir brauchen wieder mehr Beckenbauer und weniger Scholz in Deutschland. Warum? Weil sonst dieses Land nicht mehr rund läuft. Und ich habe die letzten Tage viele Gespräche geführt mit Menschen, die vor ein paar Jahren noch gesagt haben, naja, lass die machen, ist doch mir egal, ich gehe meiner Arbeit nach. Aber mittlerweile kommen die Einschläge immer näher. Mittlerweile sieht jeder Gutmütige, mittlerweile sieht jeder, der noch so viel arbeitet, dass er bald mit dem Rücken an der Wand oder in der Wand steht. Er hat gesagt, er macht sich mittlerweile Sorgen um die Zukunft seiner Kinder. Meine Damen und Herren, und an diesem Punkt sind wir mittlerweile. Eine Ampel, die keinen ordnungsgemäßen Haushalt mehr aufstellen kann, die nur dann einen ordnungsgemäßen Haushalt haben könnte, wenn sie endlos Schulden machen dürfte. Und da sage ich ganz klar, wir müssen wieder die Gelder für unser Land ausgeben, für unsere Renten ausgeben, die unter 1500 Euro Rente haben. Sozialstaat, aber wir sind es nicht mehr lange. Wenn weiterhin Geld für Leute, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten wollen, Wohnung, Heizung und 560 Euro kriegen, bei den Mieten in Berlin, nehmen Sie Wohnung und Heizung, ist mehr als 1000 plus 560, dann sind die deutlich über 1500 Euro. Meine Damen und Herren, wenn Sie nach 40 Jahren Brummi fahren, mal in Rente gehen, werden Sie weniger Rente kriegen als jemand, der heute arbeiten könnte, aber nicht arbeiten will. Warum? Weil die Ampel sich ihr Klientel herbeifüttern will, weil sie von den Einheimischen nicht mehr gewählt werden. Jetzt suchen sie sich Leute, denen sie mit Geld ja nahelegen, sie zu wählen. Und deswegen sage ich ganz klar, wer arbeitet, muss entlastet werden. Wir brauchen 2000 Euro im Monat steuerfrei. Erst dann darf die Steuer beginnen, wenn sie schon arbeiten. Meine Damen und Herren, der 40 Stunden arbeitet für 12 Euro und ein paar zerquetschte, verdient im Monat ziemlich genau 2000 Euro. Davon gehen 400 Sozialabgaben weg, noch oder 1600, dann gehen nur irgendwo 200 Euro Steuern weg. Dann ist der, der Vollzeit arbeitet, im Mindestlohn schlechter dran, als wenn er nicht arbeiten würde. Und diese Dinge müssen korrigiert werden. Geld, jawohl, für sozial Schwache, für Bedürftige, für körperlich oder psychisch Kranke, für Menschen, die alleinerziehend sind, für Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Dafür müssen wir noch mehr Geld bezahlen. Aber wer arbeiten kann, soll auch arbeiten oder er kriegt nichts. Und dieses Geld wird bei euch eingesammelt. Und deswegen hat die Ampel die LKW-Maut verdoppelt, um hier 7,5 Milliarden Euro einzusammeln, will den Agrardiesel bei den Bauern streichen, macht die CO2-Abgabe nach oben, erhöht die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 7 auf 19 und viele weitere Gemeinheiten. Es war auch so, dass für Gas die Mehrwertsteuer ja unten war, schon auf 7, hat man wieder auf 19 hoch. Auch beim Strom bleibt man bei 19, anstatt hier mit der Mehrwertsteuer runterzugehen, damit die Energie wieder bezahlbar wird, damit die Wirtschaft wieder hier bleibt. Aber nein, man will ja offensichtlich ideologisch deindustrialisieren. Man will ja gar nicht mehr, dass in Deutschland Firmen gegründet werden. Man will ja offensichtlich gar nicht mehr, dass in Deutschland ein LKW rollt. Deswegen gibt man ideologische Vorgaben, dass bis 2030 der CO2-Ausstoß halbiert werden soll bei den LKWs. Ja, wie soll das denn gehen? Dann müssen es die Wasserstoff- und die Elektro-LKWs besser bezuschussen, das tun sie aber nicht. Es geht ihnen also nicht darum, wirklich eine Verkehrswende zu erreichen, sondern es geht nur ums Abkassieren für ihre ideologischen Traumtänzereien. Darum geht es. Ja, es ist ein totaler Irrweg, den Verbrennungsmotor zu verbieten.
Das führt nur dazu, dass die Verbrennungsmotoren in den nächsten Jahren nicht mehr in Deutschland produziert werden, sondern in China. Wir werden mit den Elektro-LKWs bei den weiten Strecken nicht glücklich werden. Der Wasserstoff-LKW wird gezielt verhindert. Und am Ende haben wir nicht die Verkehrswende, sondern das Verkehrsende. Und man hat den Eindruck, die Grünen wollen das. Wenn sich keine Räder mehr drehen, dann wird kein CO2 mehr ausgestoßen. Dann werden keine Lebensmittel mehr transportiert. Dann können wir in den Keller runtergehen, können die Mao-Bibel lesen und können aufs Sterben warten. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass hier weitergearbeitet wird. Wir wollen, dass sie weiterfahren. Und deshalb brauchen wir Bedingungen, dass sie sich nicht als Deppen der Nation vorkommen, sondern dass sie weiterhin die wichtige Arbeit, die sie leisten, auch honoriert bekommen, dass ihre Arbeitgeber nicht an die Wand gefahren werden und dass ihre Arbeitsleistung endlich besser wertgeschätzt wird, dass sie ordentlich verdienen, dass sie steuerlich entlastet werden, dass sie auf Toiletten gehen können, dass sie Parkplätze finden, wenn ihre Fahrzeit nicht mehr fortgesetzt werden darf und sie nicht gezwungen sind, auf der Autobahn Rast einzulegen, um nicht gegen die Fahrzeitverordnungen zu verstoßen. All das ist zu lösen, und zwar schnellstmöglich, nicht irgendwann, sondern hier haben wir Riesenversäumnisse und wir müssen heute noch beginnen zu arbeiten. Und es ist eine Schweinerei, meine Damen und Herren, dass in Deutschland die Brücken und Straßen vergammeln. Solange wir nur ein einziges Schlagloch in Deutschland haben, dürfen wir keinen Radweg in Peru finanzieren, meine Damen und Herren. Jetzt diesen Protest aus der bürgerlichen Mitte. Ich sage ganz klare Abgrenzung an die Ränder. Es wird ja immer wieder versucht, alles zu diskreditieren. Bei den Bauern hat man schon die rechte Unterwanderung herbeigeschrieben, bevor der erste Traktor überhaupt gerollt ist, und hat dann bedauernswerterweise feststellen müssen, dass das alles nicht stimmt. Meine Damen und Herren, ich bin mal neugierig, was jetzt bei dieser angeblichen Erstürmung der Fähre wirklich rauskommt am Ende, meine Damen und Herren. Ich will das nicht bewerten, ich habe es nicht gesehen, aber es wurde von der Politik erwartet, dass man sich schon mal sicherheitshalber distanziert, ohne zu wissen, worum es geht. Nein, meine Damen und Herren, ich distanziere mich heute in aller Form von dieser Ampelregierung, wo wir sehenden Auges wissen, dass die dieses Land deindustrialisieren wollen, wo wir sehen, dass die den Mittelstand an die Wand fährt, wo wir sehen, dass wir bald so weit sind, dass keine Häuser mehr gebaut werden können vor lauter Ideologie und Bürokratie, wo wir sehen, dass ihre Renten nicht mehr sicher sind, wo wir heute sehen, meine Damen und Herren, dass 200.000 gut ausgebildete junge Deutsche jedes Jahr auswandern, bei nicht mal 700.000 Geburten. Jeder Dritte wandert aus, aufgrund hoher Steuern, hoher Bürokratie, immer mehr Gängelung. Wir müssen die Jugend in diesem Land wieder in eine Position bringen, dass sie in diesem Land eine Zukunft sieht. Dann sage ich Ihnen noch eins. Wenn man vor 10 Jahren mit der älteren Generation gesprochen hat, dann haben sie gesagt, unsere Kinder sollen es mal besser haben wie wir. Vor 2 Jahren haben sie gesagt, ja, wir sind schon froh, wenn es unseren Kindern auch noch so gut geht, wie es uns geht. Und heute sagt die ältere Generation, ich bin froh, dass ich schon so alt bin, dass ich die ganze Schweinerei nicht mehr erleben muss. Also es breitet sich immer mehr Sorge vor der Zukunft aus. Nicht nur, dass über Jahre ja der Weltuntergang quasi herbeigeredet worden ist, über eine übers Ziel hinausschießende Klimaideologie, wo der Verkehr als der große Hauptverursacher, der LKW, das Auto, alles Böse, aber wenn sie auf Bali in den Urlaub geflogen sind, dann war das privat, dann war es egal, meine Damen und Herren, erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen, und wenn man auf Bali in Urlaub fliegt, dann braucht man nicht einen LKW-Fahrer kritisieren für seinen CO2-Ausstoß, meine Damen und Herren. Genau das gilt es jetzt festzuhalten. Diese Bevölkerung ist noch nicht völlig verdummt, wie sie es vielleicht gerne hätten bei der Ampel, sondern diese Bevölkerung weiß sehr wohl noch ein X von einem U zu unterscheiden und sieht, dass es in den Graben geht in der Verkehrssprache,
Diese Ampel funktioniert nicht mehr. Diese Ampel hat einen Kurzschluss. Wir sind im Dauerkreisverkehr mittlerweile. Und wenn wir so weitermachen, sind wir bald im Rückwärtsverkehr. Deswegen ganz klar, diese Ampel muss sich endlich mit der arbeitenden Bevölkerung auseinandersetzen. Darf sie nicht als tendenziell rechtsradikal hinstellen, nur um sie zu diskreditieren, muss rausgehen und mit den Betroffenen reden. Herr Habeck hätte erst mit den Heizungsbauern reden müssen, bevor er ein Heizungsgesetz macht. Herr Wissing und so weiter hätten reden müssen mit der LKW-Branche, ob eine Verdoppelung von der Maut sinnvoll ist. Meine Damen und Herren, jeder Lehrling draußen hätte ihm gesagt, dass das Unsinn ist, was die planen. Und genauso in der Agrarpolitik. Jeder am bäuerlichen Hof mitarbeitende fünfjährige Bub hätte denen gesagt, dass wir hier auf dem falschen Trip unterwegs sind. Der kleine Bub, der am Bauernhof rumrennt, mit Papa und Bullock sitzt, der hätte ihm gesagt, dass das ein Fehler ist, den Agrardiesel so hoch zu besteuern. Die machen das trotzdem, weil sie meinen, schlauer zu sein als ihr, aber genau andersrum ist. Das wäre heute eine Fortbildungsveranstaltung für die Ampelparteien, wenn die alle hier wären und würden mit ihnen reden. So viel gute Informationen. So viel gute Informationen haben die seit Jahren nicht bekommen, als wenn jeder mit drei von ihnen reden würde, wo die Probleme sind. Da bräuchten es keine Beratergesellschaften, sondern könnten mit dem hier Gehörten heimgehen. Und deswegen Rücknahme der Verdoppelung der LKW-Maut, Biosprit steuerfrei und viele Dinge, die ihnen Probleme machen. Ich bringe nur mal dieses kleine Detail, dass wir für die Umstellung der LKWs auf Wasserstoff beispielsweise eine Verlängerung von 16,40 Meter auf 17,30 Meter bräuchten, dass man die Tanks hinter der Kabine unterbringt. Seit Jahren schreibe ich das in Briefen an Habeck und Wissing. Ich weiß nicht, lesen die das nicht oder können es bayerisch nicht lesen, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen ganz klar, hört doch auf die Praktiker, die Ihnen sagen, ich will einen Wasserstoff-LKW. Aber dann brauche ich diese Zusatzlänge für den Hersteller oder den Umrüster. Und dann brauche ich den Zuschuss, der uns versprochen wurde. Diese 80%. Gehen wir mal ganz kurz eine Runde machen. Dann kann man sagen, ja, ihr seht, was hier los ist. Die Kundgebung ist voll im Gange. Jetzt habt ihr euch ein bisschen ein Bild gemacht. Und hier sind die ganzen Spediteure nebenbei. Ich würde sagen, so langsam beenden wir auch das Video. Ich fange aber gleich noch ein zweites an. Macht euch von daher keine Sorgen. Vielleicht kriegen wir noch mal ein, zwei Interviews rein. Wir machen dann ein knackiges 40-Minuten-Video. Wollen wir mal gucken. Polizei am Diskutieren mit den Spediteuren. Was ist da los mit der Polizei jetzt? Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Stress hier. Ansonsten. Ja, scheint nichts passiert zu sein. Laufen wir mal einfach mal weiter. Polizei an der Seite. Meine Damen und Herren, danke, dass ihr da seid und beschützt euch, wir brauchen euch. Deutschland hat euch.
Scheiß Schmiss los. Die Kundgebung soll nicht so lange gehen. Bis 14 Uhr. Bis jetzt habe ich auch jetzt nichts Unauffälliges gemerkt gehabt. Also keine Rechten oder irgendwelche aggressiven Menschen. Alles in Ordnung, alles ruhig. Medien an jeder Ecke. So, an der Stelle beende ich jetzt das Video, schaltet um zum nächsten Video. Viel Spaß auf meinem Kanal auf jeden Fall. Und ja, irgendwann muss auch Schluss sein, bei 30 Minuten, 31 Minuten. Würde ich sagen, war es das jetzt auch schon. Ich danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Grüße aus Berlin, Brandenburger Tor, vor den Spediteuren und die Kundgebung davor am Brandenburger Tor. Tschüss. Bis zum nächsten Video.